Hey Leute, ich werde euch jetzt etwas zu meinen unangenehmsten Szenen erzählen. Das war so, dass es war mein erster Drehtag und ich kannte noch niemanden am Set. Und das war ein Dreh, den hatten wir, das war in der Wohnung von Thea, also in der Lehrer-WG. Und ich habe das ganze Team neu kennengelernt und die erste Szene bestand darin, dass ich nackt durch die Wohnung laufen musste und dann Thea in der Dusche überraschte. Das war in der letzten Staffel. Ja, und das war für mich natürlich eine unangenehme Situation, weil ich kannte niemanden und das allererste, was ich machen musste, war mich komplett auszuziehen. Also es ist natürlich so, dass wir dann so hautfarbene Unterwäsche anhaben, also man ist nicht komplett nackt, aber ich war also schon umgezogen und ich war zu früh und dann kamen ein paar Leute zu spät und dann stand ich da in der Wohnung und habe die Leute dann sozusagen zum ersten Mal getroffen und mich erstmal in Unterwäsche mehr oder weniger vorgestellt, also in so hautfarbenen, in einem hautfarbenen String quasi. Und das war mir ein bisschen unangenehm, aber nach einer Zeit, ja, wenn man sich dann besser kennengelernt hat, dann war es auch gar kein Thema. Aber das war mir auf jeden Fall etwas, was mir heute noch in Erinnerung geblieben ist. Und daher meine peinlichste oder meine unangenehmste Dreherfahrung bis jetzt. Also die erste unangenehme Szene, die mir dazu einfällt, ist tatsächlich der vorgetäuschte Orgasmus mit Dietrich im Bett. Es war also nachher bei der Ausstrahlung ja recht harmlos. Es war auch harmlos beim Dreh an sich, aber irgendwie die Tatsache, sich da jetzt hinzulegen, Dietrich, wir mussten halt tierisch lachen, weil er die ganze Zeit da am Wippen und ich hing da, mein Arm so und dann halt Kamera und Realisator und dann kam halt immer dieser Moment, wo ich das gesagt habe. Also, es war unangenehm und witzig zugleich. Also am Ende, eigentlich war die Vorstellung oder die Angst vor der Szene, die zu drehen, war unangenehmer, als es nachher war, weil wir echt gut lachen mussten. Rede ich von den relativ halbnackten Szenen mit meinen Arbeitskollegen Jenny oder den Sexszenen. Und dazu kann ich euch sagen, solche Szenen wären mir ja etwas unangenehm gewesen, hätte ich diese Szenen mit jemandem zusammengespielt, mit dem ich noch nicht so viel zusammengearbeitet habe. Aber da die Jenny und ich jetzt seit gut 2 Jahren miteinander zusammenarbeiten und richtige Buddies sind, war es für uns beide, hoffe ich mal, war es für uns beide kein Problem, so eine Sexszene zu spielen oder halbnackt und zu berühren, zu küssen. Und aber ich kann mir sehr gut vorstellen, würde ich jetzt mit einem komplett fremden Menschen, der jetzt neu ans Set kommt, eine sehr intime Szene spielen müssen, wäre glaube nicht so viel, also wäre es glaube einfach nicht so einfach gewesen, sondern es war ziemlich locker bei mir und Jenny damals, deswegen, ja. Aber Schlägereien sind unangenehm, weil man tut sich meistens doch ein bisschen auch in echt weh. Auch wenn man es probiert, dass man sich nicht weh tut, aber ab und zu passiert doch mal was. Jetzt ein anderes unangenehm, also eine andere Richtung unangenehm. Da wurde ich in der Turnhalle, oh Gott, das war so, wurde ich in der Turnhalle von Marvin und ich weiß nicht, irgendwelchen anderen Schülern noch geprankt. Und die haben mir, während ich dusche, meine Unterwäsche geklaut. Und dann musste ich in der Szene mit einer Isomatte herauskommen, nackt. Also ich hatte nur einen Schlüpper an. Boah, und das war halt echt die Isomatte von dieser Sporthalle, wo schon zig Leute drauf geschwitzt haben. Und ich musste diese Isomatte an meinem nackten Körper und da musste ich mich auch noch so ein bisschen nass machen, damit das so aussieht, in der Dusche kommt. Das war so, oh man, ich durfte mich nicht zu sehr darauf fokussieren, dass ich gerade echt irgendeine vollgeschwitzte Isomatte an meinem kompletten nackten Körper kleben habe. Das war halt auch unangenehm. Und witzig unangenehm war natürlich die Geschichte, wo ich Dietrich und Max die ganze Zeit abwechselnd küssen musste. Das war mir aber eher unangenehm, weil es den Jungs unangenehm war, dass die, wenn ich den einen küsse, dann hat er den Mund von dem anderen berührt und so. Und ich habe so gedacht, ach komm, Augen zu und durch, mir sind wurscht, ist eine Szene. Und ich habe es aber in deren Gesichtern gesehen, dass die so gedacht haben, wow.